Haben jetzt einen Film und von diesem Film, da haben 40% der Zuschauer sind 25 oder jünger, also J, ja, und 30% der Jungen finden den Film gut, ja, während 80% der Nicht-Jungen finden den gut. Ja, das ist die Diskrepanz zwischen Jung und Alt, das sehen Sie, das ist so eine typische Situation und ein Zuschauer findet den Film gut, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist er jung? Ja, und das ist jetzt eine Aufgabe, die ist durchaus ein Zacken schwerer. Wie rechnet man diese Aufgabe aus? Und wir müssen jetzt erstmal die beiden Zahlen hier in Wahrscheinlichkeiten kleiden. Also 0,3 ist jetzt welche Wahrscheinlichkeit, beziehungsweise 0,8 ist jetzt welche Wahrscheinlichkeit. Welche Wahrscheinlichkeit ist die 0,3? Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass man den Film gut findet, unter der Bedingung, dass man jung ist. Also das heißt, 30% der Jungen finden ihn gut. Das heißt, wir haben eine junge Person, nur die Jungen werden betrachtet, also jung ist sicher und davon finden wir 30% gut. So, welche Wahrscheinlichkeit sind jetzt die 80%? Das ist jetzt wieder die Wahrscheinlichkeit, dass es gut gefunden wird, aber jetzt unter der Bedingung nicht mehr jung. Ja, 30% der Jungen, aber 80% der Alten, also der Nicht-Jungen, finden das gut. Das sind beides bedingte Wahrscheinlichkeiten. Wie kann man jetzt die bedingten Wahrscheinlichkeiten berechnen? Mit der Formel, sagen wir Formel von Bayes, aber Kollege hat gesagt, sei die Formel der bedingten Wahrscheinlichkeit. Ah, das ist P von J Schnitt plus durch P von J. Das ist die Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit hier. So, und was ist dann das hier von der Wahrscheinlichkeit? Das ist die Wahrscheinlichkeit von J quer Schnitt plus durch die Wahrscheinlichkeit von J quer. So, die Wahrscheinlichkeit von J kennen wir, damit automatisch auch die Wahrscheinlichkeit von J quer, die steht nämlich hier. Also das heißt, das ist die Wahrscheinlichkeit von J Schnitt plus durch die 0,4 von hier, 0,4. Und hier ist das die Wahrscheinlichkeit von J Schnitt, von nicht J, also von Alt Schnitt plus durch die Wahrscheinlichkeit von J quer. Die ist jetzt natürlich nicht mehr 0,4, sondern die rechnen Sie mit der, mit dem Gegenereignis aus, die ist 0,6, also 1 minus 0,4. So, was können Sie jetzt aus den jeweiligen Zeilen berechnen? Also hier können Sie jetzt die Wahrscheinlichkeit von J geschnitten positiv rechnen. Das müssen Sie das hier rüber multiplizieren. Das ist 0,12. An dieser Stelle können Sie die Wahrscheinlichkeit von J quer Schnitt plus rechnen. Das ist jetzt wieder mit mal hier rüber. Das ist 0,48. So, was bringen die beiden Zahlen? Da kann man jetzt beginnen, eine Vierfeldertafel zu machen. Wer hätte es gedacht? Also das heißt hier, das erzeugt jetzt quasi eine Vierfeldertafel. Was steht denn in der Vierfeldertafel drin? Da steht J und J quer drin und hier Plus und Minus. Minus haben wir ja gar nicht erwähnt, aber das ist klar, Minus soll dann nicht Plus heißen. Ja. So, und jetzt füllen wir die Vierfeldertafel mit Leben. Was kommt hier rein in die Vierfeldertafel? Was kommt hier rein und so weiter? J und plus, wer da? 0,12. J quer und plus, das ist jetzt der hier, 0,48. So, und jetzt können wir Magic Square machen. Wir addieren die beiden und dann kommen wir auf 0,6. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass insgesamt das Ganze positiv gefunden wird.
So, dann haben wir noch eine weitere Wahrscheinlichkeit, die 0,4, die muss hier rein. Und dann muss noch eine Wahrscheinlichkeit hier unten rein, die Gesamtwahrscheinlichkeit, ja, das ist 1. So, da können Sie jetzt direkt anfangen zu rechnen. Dann muss hier die 0,6 stehen, hier die 0,4. Und dann können Sie das hier ausrechnen, das ist dann 0,12. Und Sie können das hier ausrechnen, das ist 0,28. Das heißt, wie gesagt, diese beiden Ergebnisse, die hier stehen, erzeugen quasi diese vier Feldertafel. So, und jetzt haben wir in dieser vier Feldertafel in meiner Welt eine disjunktive Normalform. Da haben wir jetzt alles gegeben, was wir zu der Aufgabe brauchen. Nämlich jetzt steht dran, ein Zuschauer findet die Musik oder den Film gut. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er jung ist? Welche Wahrscheinlichkeit muss ich jetzt hier aufschreiben? Was kommt hier hin? Was kommt hier hin? Nun, die Voraussetzung steht hier, ein Zuschauer findet das Ganze gut, den Film gut. Das heißt, hier steht ein Plus als Index, wie groß der Wahrscheinlichkeit, dass er jung ist. Dann müssen Sie so schreiben. Und jetzt schreiben Sie das wieder als Quotient, bedingte Wahrscheinlichkeit. Das ist P von positiv und jung durch P von positiv. So, positiv und jung, die Wahrscheinlichkeit steht hier, das ist 0,12. Die Wahrscheinlichkeit von jung, die steht an der Stelle hier. Ja? Also die Wahrscheinlichkeit, junge haben wir gehört, brauchen wir nicht. Die Wahrscheinlichkeit von positiv, die steht hier unten. Das ist die 0,6. Also haben Sie 0,12 durch 0,6. Wenn Sie das ausrechnen, ist das 60 durch 5 ist, glaube ich, 12, oder? Also ist das 0,05. Schauen Sie mal, ob ich das richtig, das heißt falsch, habe ich falsch gemacht. Muss ich nochmal rechnen. Das ist also 12 durch 60 und das ist 1/5. So, also 1/5 wäre daraus gekommen. Das heißt, die bedingte Wahrscheinlichkeit ist 1/5 oder die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir einen positiven haben, also einen, den das gefällt natürlich, jemand einen haben, der das gefällt, die Wahrscheinlichkeit, dass er dann jung ist, ist 1/5. Ja, gibt es Fragen zu der Aufgabe? Schön, das sind